Hallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Team Squad Building. Hier mal mit einem Bundesliga-Team Silber. Ich schätze mal, das hat 30.000 auf dem PC gekostet. Ich weiß nicht, wie viel PS3 Xbox kostet. Ich meine 21.000. Ah, ich habe hier aufgeschrieben. 21.000 und auf der Xbox 19.000. Fangen wir doch direkt im Tor an. Hier haben wir Fabian Giefer von Fortuna Düsseldorf, der deutsche Keeper, der spielt in der A-Mannschaft von Deutschland, mit 3 Sternen Weak Foot, gut als Torwart und sehr coolen Werten für einen Silber-Torwart. Hier haben wir Sebastian Prödel von Bremen, der Österreicher. Mit 30 Schießen und 35 Dribblings, zwar ein bisschen wenig, aber unterschätzt ihn nicht. Er hat sogar schon 2 Tore geschossen in 13 Spielen, und das fand ich sehr, sehr gut. Hier haben wir Jeffrey Brumer von Hamburg. Er hat 66 Tempo, also Pace, und 70 Kopfball. Ich fand, der ist mehr so in die Defensive gelaufen. Hier hat man auch gesehen, er hat sehr stark gearbeitet. Das war hier mehr der Kopfballjäger und er mehr der Typ, der hier alles sicher gemacht hat. Und hier haben wir Rajkovic. Slobodan Rajkovic. Vom Hamburger SV schon wieder. 1500 habe ich mir den gekauft. Er hat auch 2 Tore geschossen, ist auch sehr gut im Kopfball. Und er hat eigentlich ganz coole Werte außer Schießen, Dribbling und Pass natürlich. Passen ist ein bisschen schade. Im ZDM haben wir Tobias Weiß von TSG Hoffenheim. Das Spiel hat mir nicht so ganz gefallen, aber trotzdem ist er gut für seine Werte. Gut, ich sage jetzt nicht sehr gut, sondern nur gut. Da haben wir Sultan Stieber, der gefiel mir sehr, 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 sehr gut. Er war nicht der Typ, der Tore gemacht hat. Das sagen wir mal so. Er war halt der Typ, der mehr so geschossen hat mit seinem linken Fuß, das finde ich gut, dass er ein Linksfüßler auf der linken Seite ist. Hier haben wir Cohen von FC Nürnberg, der Israelite. Cohen, der hat mir hier geholfen, bei Pödel da ausgeholfen. Der Weiß war mehr vorne mit Bittenkurt. Und gehen wir doch sofort zur rechten Seite. Hier haben wir Marcel Risse. Ein Tor hat er bei mir geschossen. 81 Tempo. Ganz schöner Brocken. 3000 hat er gekostet. Aber er hat total super gut. Also ich sag mal, ich war der Bessere von den beiden Außen. Er war hier nicht so der Beste, aber Risse war sehr gut. Ja, wir bieten kurz auch von der A-Jugend-Junioren-Mannschaft. 5 Stars Weakfoot, bombensicher, er war auch super gut. 5 Tore hat er in 13 Spielen gemacht, auch perfekt. Wunderschön war er, also nur zu empfehlen. Akpala, der ist neu dazu gekommen, wie ihr seht, hier nur 7 Spiele, aber 4 Tore ist auch sehr, sehr gut. Der kam für Dembele, der hat mir nicht so ganz gefallen, von Kräuter führt. Den habe ich auf Torstoppel schon verkauft, glaube ich. 86 Pace hat Akpala von Werder Bremen. Total ein super Spieler. Hier haben wir Robbie Cruz, mein absolutes Highlight in diesem Team. 13 Spiele und 13 Tore. War bombig. War der beste Spieler hier drin. Er hat alles gezeigt und sogar mehr. 65 Schießen ist total untertrieben. Genauso wie 56 Kopfball. Dieses Team ist bombig. Bombig. Und ich sag mal, springen wir doch direkt mal in die Spiele rein, welche Tore wir so mit denen geschossen haben.